Das ist der zweite Teil der Q&A-Fragerunde, wo wir ganz genau auf deine Fragen eingehen. Hi und herzlich willkommen zum neuen Video. Mein Name ist Timo Osters, ich bin Arzt und Experte für ganzheitliche Gesundheit. Und heute zweiter Teil des Q&As. Wir haben uns deine Fragen unter den YouTube-Videos rausgesucht und beantworten sie jetzt hier live. Wie viel B12 sollte man täglich aufnehmen? Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage und da muss man jetzt erstmal differenzieren. Ganz viele verschiedene Dinge, weil das ist eine Frage, die du so pauschal nicht beantworten kannst. Denn Grundfrage ist erstmal, wie viel willst du wie supplementieren? Das heißt, reden wir über eine orale Aufnahme, reden wir über eine Infusion, reden wir über eine Spritze intramuskulär. Das ist natürlich total unterschiedlich. Ich gehe jetzt einfach mal von der oralen Aufnahme aus, weil das ja so das Alltägliche ist und sich jetzt nicht jeder eine B12-Spritze setzt. Das macht ihr dann ja im besten Fall, wenn bei eurem Arzt. Und dann auch in der Regel, wenn ihr Blutwerte habt, wo das Ganze indiziert ist oder ihr das Ganze nicht wirklich aufnehmen könnt. Aber bleiben wir mal bei der oralen Aufnahme. Und das ist jetzt erstmal die Frage, was du jetzt für Blutwerte hast. Weil grundlegend ist natürlich eine B12-Supplementation super. B-Vitamine sehr, 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 sehr wichtige Nahrungsergänzungsmittel. Gerade weil wir B-Vitamine nicht wirklich speichern können. B12 können wir aber sehr wohl speichern. Und jetzt ist so die Frage, wie hoch dein Wert ist und wie du dich ernährst. Bist du Vegetarier? Bist du Veganer? Nimmst du B12 denn so in der Ernährung zu dir? Oder nimmst du das gar nicht zu dir? Und wenn ja, also egal ob du es oder nicht zunimmst, ist die Frage, wie voll sind denn deine Speicher? Wie ist denn dein B12-Wert im Vollblut oder wie ist dein Holotranscobalamin-Wert im Blut? Wenn man das bestimmt, dann könnte man ganz genau sagen, was man supplementieren sollte. Und es ist ja auch immer die Frage, soll man nur B12 supplementieren oder sollte man B1, B2, B3 und so weiter bis B12 ebenfalls supplementieren? Das heißt, ich persönlich greife zum Beispiel sehr häufig auf den B-Komplex zurück. Aber wenn du jetzt alle B-Vitamine gut hast und du hast nur das B12 erniedrigt, kannst du natürlich auch nur das supplementieren. Und das ist aber, wie gesagt, davon abhängig, wie dein Wert jetzt ist. Grundlegend kann man so sagen, zwischen 150 und 500 Mikrogramm am Tag ist definitiv das, was man empfehlen kann. Ist aber wieder die Frage und ganz individuell davon abhängig, wie deine Werte sind. Wenn sie jetzt ganz extrem im Keller sind, könnte man auch sagen, man macht jetzt mal für die nächsten 3-4 Wochen eine deutlich höhere Dosierung. Könnte man auch machen. Wenn deine Werte aber gut sind und möchtest den Speicher nur voll halten, weil du zum Beispiel Veganer bist und du wenig B12 zu dir nimmst, schau dir dazu gerne mal das B12-Video an, wo wir im Detail erklären, warum gerade auch Veganer das Thema B12 ernst nehmen sollten und sich nicht mit dieser Ausrede abfinden bzw. die Ausrede benutzen, dass B12 aus tierischen Quellen kommt. Dem ist nämlich nicht so. Schau einfach mal da oben rein. Aber für dich jetzt im Detail, wenn du das supplementieren möchtest, dann wären das erstmal die Dinge, die es herauszufinden gilt, um zu schauen, wo du stehst, wo du hin willst. Denn wie gesagt, die Supplementation ist super. Aber jede Supplementation, ohne dass wir wissen, wo du dich gerade befindest, ist eigentlich eher raten, muss man sagen. Natürlich gibt es die Basics, Magnesium, Omega, Vitamin D. Und B-Vitamine gehören eigentlich auch so zu diesen Basics mit dazu, muss man sagen. Ich setze sie immer so in Klammern, weil es natürlich schon individuell davon abhängig ist, wo man momentan steht. Und dann kann man eine Therapie natürlich auch viel, viel, viel genauer steuern. Weil grundlegend Supplemente und Nahrungsergänzungsmittel haben ja ein Ziel, dich gesünder zu machen. Und wenn es darum geht, dich gesünder, leistungsfähiger und Co. zu machen, dann bedeutet das ja im Umkehrschluss, man sollte das so gut machen, wie es geht. Nicht nur, dass die Nahrungsergänzungsmittel mit die beste Qualität haben sollten, das ist eine Grundvoraussetzung, sondern man sollte auch genau wissen, wie man vorgeht. Und das weiß man am allerbesten, wenn man weiß, wo du jetzt gerade stehst. Und deswegen ist so eine Status Quo-Analyse über eine Blutanalyse zum Beispiel super. Und du musst dafür jetzt nicht unbedingt zum Arzt gehen. Du kannst auch, es gibt mittlerweile so minimalinvasive Bluttests, da kannst du dir im Internet bei mehreren Firmen, ich verpacke dir einfach mal ein paar in die Beschreibung unten rein, Medivere zum Beispiel, sehr, sehr gut. Da kannst du dir, kriegst du so ein Kit nach Hause geschickt, kannst du dir mit einer Nadel in den Finger pieken, am besten so Mittelfinger, Zeigefinger, schön so an die Seite, dass die Durchblutung hoch, kannst das vorher irgendwie
die Durchblutung erhöhen, in den Arm kreist oder auch ein bisschen Wärme um den Finger machen und dann tropfst du Blut einfach in ein Röhrchen rein und das schickst du dann ab und ein paar Tage später hast du dann online, kriegst du deinen B12-Wert. Das kannst du mit ganz vielen Blutwerten so machen, geht mit nahezu fast allen, kann natürlich nicht 400 Blutwerte da bestimmen, weil dann brauchen wir 40 solcher Röhrchen voll, aber gerade wenn es so ums Thema B-Vitamine, B12 und Co. geht, das ist sehr, sehr, sehr gut. Ne? Auch Omega-3-Index und sowas könnte man auch alles wunderbar bestimmen. Soviel erstmal zu deiner Frage. Nächste Frage. Jetzt geht es ums Thema Eisen, beziehungsweise ganz genau ums Thema Eiseninfusion, wie man das Ganze macht. Und es geht sogar um ein spezielles Produkt, schau mal hier drüben. Das ist das Fair Inject. Beziehungsweise es geht hier darum, in welchem Abstand man Fair Inject Infusionen bekommen sollte und muss es dann zwischen einen Mindestabstand zwischen den Infusionen geben. Grundlegend, ich persönlich arbeite nicht mit Fair Inject. Du kannst es natürlich machen. Fair Inject ist so eines der Produkte, wo du wahrscheinlich aber grundlegend erstmal nur eine Infusion brauchen wirst, weil Fair Inject hebt den Ferritinspeicher, also quasi den Wert, der dir anzeigt, wie gut oder wie hoch oder wie niedrig auch dein Eisen in deinem System ist. Ganz wichtig, das ist nicht der Eisenwert im Blut, sondern der Ferritinwert. Und der wird durch das Fair Inject sehr, sehr, sehr schnell angehoben, durch schon eine Infusion. Das heißt, ich habe zum Beispiel mehrere Patienten bei mir in der Praxis, die mit einem Wert von 20 kamen, die dann nach einer Fair Inject Infusion, ist natürlich dann auch immer die Frage, wie viel da reingetan wird, und das wissen wir dann natürlich häufig nicht, kommen dann mit Ferritinwerten von fast 400 wieder. Da brauchst du nicht noch eine Infusion. Man kann dann natürlich mehrere Monate später schauen und gucken, ob der Wert wieder abgesunken ist und könnte dann wieder eine Infusion machen. Ich bin aber ein wesentlich größerer Freund davon und eigentlich macht fast jeder ganzheitlich arbeitende Arzt, den ich kenne, mit dem ich mich austausche, arbeitet eher mit Venofair. Da macht man oder da kann man wöchentliche Infusionen machen, denn da wird der Ferritinwert nicht so stark erhöht. Das heißt, pro Infusion, wenn man eine Ampulle, also 100 Milligramm Eisen von Venofair, also das Produkt Venofair benutzt, steigt der Wert so um 15, 20, 25 Punkte an. Ist bei jedem ein bisschen individuell. 20 wäre wahrscheinlich so der Durchschnitt. Und das sehr schonend. Das heißt, Fair Inject ist sehr, sehr, sehr hart und wird dazu benutzt, um den Wert extrem schnell in die Höhe zu treiben. Die Nebenwirkungsrate ist allerdings auch, ich würde jetzt nicht sagen extrem hoch, das nicht. Auch keine schlimmen Nebenwirkungen. Das heißt, die Leute merken Abgeschlagenheit, Müdigkeit, sowas kommt. Wie gesagt, das kann natürlich auch ein absolut individuelles Thema sein. Oder was heißt kann? Es ist ein individuelles Thema. Hängt immer auch von den Grundkonstitutionen des Menschen ab. Es gibt auch Menschen, die auf Venofair reagieren mit Kopfschmerzen und Co. Ich persönlich möchte aber bei mir in der Praxis eher eine langsame Steigerung des Ferritins haben und langfristig solltest du auch darüber nachdenken, mit deinem Arzt bzw. mit deinem Therapeuten zu schauen, warum du immer wieder erniedrigte Eisenwerte hast. Liegt es daran, dass du eine Frau bist und eine starke Periode hast zum Beispiel? Oder liegt es daran, dass du zu viel Eisen verbrauchst oder zu wenig Eisen aufnimmst, einmal mit der Nahrung oder vielleicht auch im Darm zu wenig Eisen aufnimmst? Grundlegend kann man ich kenne Menschen, die immer wieder aufgrund von Zöliakie zum Beispiel einfach den Bereich im Darm, der Eisen aufnimmt, fast zerstört haben und deswegen fast kein Eisen mehr aufnehmen und deswegen alle 3-4 Monate Eiseninfusion bekommen. Und das kann man durchaus auch machen. Ich persönlich würde mich dafür Venofair entscheiden, aber das ist natürlich absolut individuell und du solltest da deinem Arzt und deinem Therapeuten vertrauen, weil der natürlich auch auf eine gewisse Erfahrung zurückgreift. Ich persönlich bin ein sehr großer Freund, nicht nur Eisen zu infundieren, sondern das Ganze zu kombinieren mit verschiedenen anderen Mikronährstoffen, die wir dann natürlich geben, nachdem wir die Blutwerte kontrolliert haben. Das heißt, ich spreche von Sachen wie Magnesium, wie zum Beispiel Zink, auch B-Vitamine. Das ist aber immer ein bisschen individuell davon abhängig, was derjenige natürlich auch für Blutwerte hat. Was natürlich auch keinen Sinn macht, einfach alles in den Mann reinzupumpen, weil auch das wird natürlich irgendwann dann zu viel. So viel erstmal zu der Frage, wie man das machen kann. Aber grundlegend ist das natürlich individuell davon abhängig. Aber so jede Woche könnte man das theoretisch machen, wenn man das so macht, wie ich das mache. Ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Und so der niedrigste Abstand, den ich mal gemacht habe, das ging aber nicht anders aufgrund von Zeitmanagement. Da war ein Tag dazwischen Pause und auch das wurde gut vertragen. Grundlegend
muss man das aber individuell am Zustand des Patienten davon abhängig machen. Wenn es einem schlechter geht, würde ich eher mehr Abstand machen. Wenn es einem super geht, kann man das wahrscheinlich auch häufiger machen. Nächste Frage zum Thema Magnesium. Was ist deine Meinung zu Magnesium-Brausetabletten? Kapseln nehme ich nicht so gerne zu mir und würde gerne eine gute Alternative hierzu finden. Gibt es auch Produkte, die man einfach in Wasser auflösen und trinken kann? Die gibt es bestimmt. Ich sage dir aber direkt, ich kenne keine guten. Also es gibt ein paar Pulver, die man auflösen kann, mit Magnesiumcitrat zum Beispiel. Auch das löst sich aber nicht richtig, richtig gut in Wasser, muss man sagen. Du kannst natürlich auf ein Bisglycinat oder auf ein Citratpulver zurückgreifen. Ich kann dir da jetzt aber keine explizite Firma empfehlen, weil ich nur mit Kapseln arbeite. Ich hatte sogar schon mal mit einer Firma gesprochen, ob man nicht das Ganze in Tropfenform machen könnte oder zu Omega-3 mit dazufügen könnte. Funktioniert aber nicht wirklich, weil dieses Magnesiumsalz sich letzten Endes dann immer auskristallisiert und dann in Kristallen vorliegt. Und deswegen, Kapsel ist schon so das Einfachste, was man machen kann. Pulver würde, wie gesagt, auch gehen. Eine Brausetablette, die gut ist, muss ich realistisch verneinen. Kenne ich jetzt keine, die wirklich die Qualitätskriterien erfüllt, die ich eigentlich bei einem Supplement haben wollen würde. Vor allem, weil bei Brausetabletten sind ja auch wieder so Geschmacksstoffe und Zuckerersatzstoffe, Süßungsmittel und sowas alles mit dabei. Und das möchte ich eigentlich bei Mikronährstoffen oder Nahrungsergänzungsmitteln per se erstmal nicht haben. Aber wenn es dir natürlich dabei hilft, dass du auf deine Nährstoffe bzw. auf dein Magnesium im Detail kommst, dann kann es natürlich individuell für dich dann schon Sinn machen. Aber wie gesagt, Magnesium, gerade Bisglycinat, Citrat, Magnesiumtreonat, Magnesiumtaurat oder auch Malat, also Magnesiummalat, das sind so die wichtigsten Formen, die man kennen sollte. Und ich würde versuchen, am ehesten diese Formen auch am meisten, wenn es um Magnesiumprodukt geht, zu mir zu nehmen. Und du kannst einfach ein Magnesiumprodukt mal dir kaufen in der Drogerie oder wo du die sonst holst. Ich würde grundlegend empfehlen, die im Internet zu bestellen. Wir haben ja immer ganz viele Produktempfehlungen unten in der Beschreibung drin. Aber grundlegend kannst du so ein Präparat einfach nehmen, umdrehen und dann muss eigentlich auf der Rückseite draufstehen, welche Magnesiumform drin ist. Wenn das schon nicht draufsteht, dann würde ich persönlich das schon nicht kaufen, weil ich würde wissen wollen, welche Magnesiumform enthalten ist, damit ich halt weiß, dass es auch ankommt bzw. das macht, was ich möchte. Deswegen der Einfachheit empfehlen wir halt immer welche, weil ganz viele Menschen danach fragen, weil die halt nicht wissen, worauf sie dann achten sollen. Aber wenn du eine Brausetablette suchst, bin ich leider jetzt in dem Konsens überfragt. Die letzte Frage ist jetzt zum Thema Wasser. So ein bisschen Unterschied, Leitungswasser, Mineralwasser. Hat es zu viele Mineralien? Ist es ungesund? Darf man Wasser zum Essen trinken? Du merkst schon, ich grinse so ein bisschen, weil das ist eine sehr, sehr, sehr häufig gestellte Frage, muss man sagen. Ich denke, das Grundproblem ist, dass die meisten Menschen zu wenig Wasser trinken. Die meisten Menschen machen sich dann Gedanken darüber, wieso was mit Wasserqualität zu tun hat, was ist besser, Leitung oder stilles Wasser oder Mineralwasser, und die meisten trinken einfach erstmal nicht genug. So, das kann man per se erstmal vorausschieben. Das trifft jetzt vielleicht auf dich ja gar nicht zu, ne? Erste Frage, die du gestellt hast, ob man Wasser zum Essen trinken darf. Grundlegend gibt es erstmal keinen, der dir verbieten kann, dass du das machen darfst. Die Frage ist wahrscheinlich eher, ob das gesund ist oder nicht. Es gibt so zweierlei Ansicht. Die erste Seite ist, es ist vollkommen okay. Und die zweite Ansicht ist, man sollte es nicht machen, weil aufgrund des erhöhten Flüssigkeitsvolumens, was man zu sich nimmt, dann die Verdauungsenzyme weniger arbeiten können. So, das ist so die zweite Ansicht. Ich denke, realistisch betrachtet, ich kenne da jetzt aber auch keine Untersuchung zu oder so, realistisch betrachtet ist das in der Praxis vollkommen irrelevant. Also für die meisten Menschen ist es einfach egal. So, ja, weil wir reden jetzt ja nicht hier davon, dass du 8 Liter trinkst oder irgendwas während des Essens, sondern vielleicht mal ein Glas Wasser oder irgendwie sowas in der Richtung. Ich denke, das ist eher zu vernachlässigen. Aber wenn es jemanden gibt, der da genauere Daten zu hat, sehr, sehr, sehr gerne einfach unten in die Kommentare reinschreiben und dann schaue ich mir das mal im Detail an. Dann kommt so die Frage mit Mineralstoffen aus Mineralwasser bzw. aus Leitungswasser. Und grundsätzlich kann ich das dir per se nicht beantworten, weil das total davon abhängt, was du überhaupt erstmal für ein Leitungswasser hast.
In was für einem Bereich wohnst du? Ist da viel Kalk drin? Ist da nicht viel Kalk drin? In was für einem Haus und in was für einer Wohnung wohnst du? Das heißt, wie sind die Rohre? Wie ist die Qualität? Das heißt auch so, das Thema Schwermetalle spielt eine große Rolle, weil sehr, sehr viel bei uns ins Abwasser geht. Das heißt, so alle paar Jahre ändern sich auch wieder die Richtwerte für Dinge, die in einem Wasser vorkommen dürfen in Deutschland oder nicht. Die werden aber grundsätzlich immer angehoben, damit die Wasserqualität dann noch stimmt. Übrigens auch bei den großen Mineralwasserherstellern und Co. Wichtig für dich, wenn du Wasser trinkst, erstmal egal ob Leitung oder Mineralwasser, dann gerne aus einer Glasflasche, nicht aus einer Plastikflasche. Wenn du es aus der Leitung trinkst, kann ich dir per se nur einen Wasserfilter empfehlen. So, gibt da verschiedene Filter, von Aktivkohlefiltern bis hin zu kompletten Osmoseanlagen, wo die kompletten Mineralien auch rausgefiltert werden. Also auch alle guten, aber auch die Schwermetalle und Co. Osmoseanlage filtert eigentlich fast alles raus und Aktivkohlefilter filtert so je nach Filter so über 90% raus. Ich verlinke dir zum Beispiel mal unten einen in der Beschreibung, kannst du dir mal anschauen. Und ansonsten gibt es aber ganz, ganz, ganz viele verschiedene Filter. Ich bin da jetzt auch kein Experte, was Wasserfilter angeht. Ich habe in der Praxis einen, ich habe hier zu Hause einen, es sind zwei verschiedene. Die verlinke ich dir einfach mal unten. Und ansonsten Mineralwasser, Leitungswasser mit Kohlensäure, ohne Kohlensäure, das ist so eine Diskussion, die ganz viele Leute auch falsch verstehen, weil Kohlensäure ist einer der natürlichsten Stoffe in unserem System. Das ist H2CO3 chemisch gesehen und das ist das größte Puffersystem, was wir in unserem menschlichen Körper haben, dem Bicarbonatpuffer, der aus Kohlensäure entsteht. Das ist also ein natürliches Produkt, was wir in uns haben, klar, wenn es einen natürlich zu sehr aufbläht vom Magen her, okay, andere Baustelle, aber die Argumentation, dass es einen übersäuert, weil es eine Säure ist oder so, die muss man realistisch betrachtet sagen, ist nicht haltbar, denn es ist so einer der wichtigsten Stoffe, wenn es um Säure-Base-Haushalt, Ausgleich überhaupt geht bei uns, deswegen ist es ein Stoff, der erstmal per se sehr, sehr, sehr gut ist, aber wie gesagt, das Wichtigste, wenn du viel Wasser trinkst, Leitungswasser trinkst, dann Filter. Wenn nicht, dann versuch darauf zu achten, dass der Großteil des Wassers, den du konsumierst, dass er aus einer Glasflasche kommt. Das jetzt erstmal zu dem Q&A-Video. Alle Fragen, die ihr habt, sehr gerne einfach unten rein. Wir werden in der Zukunft probieren, mehr Zeit dafür zu investieren, auf deine Fragen individuell einzugehen und dir die Fragen auch in den Kommentaren zu beantworten. Ansonsten würde ich mich natürlich wie immer über ein Like von dir freuen. Und ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag. Ich würde sagen, bis dahin.